Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mia Cornelio, ich bin freiberufliche Lektorin, Autorin und auf diesem Kanal nehme ich euch mit in die Buchwelt und alles, was damit zu tun hat. Ich habe ja schon mal in einem Video über Print-on-Demand-Dienstleister im Vergleich gesprochen und habe die so ein bisschen verglichen, wobei ich dazu sagen muss, das Video ist jetzt auch schon ein bisschen älter. In dem Video habe ich sehr wohlwollend über Tolino Media gesprochen, diese Meinung hat sich mittlerweile geändert. Ich werde da wahrscheinlich in diesem Video auch nochmal gesondert darauf eingehen. Aber worauf ich hinaus wollte, war, in diesem Video habe ich halt hauptsächlich über Print-on-Demand-Dienstleister gesprochen und habe das Thema Auflagendruck nur so am Rand angeschnitten. Und in diesem Video möchte ich nochmal extra auf das Thema eingehen, Auflagendruck versus Print-on-Demand. Ein bisschen zu meinem Hintergrund. Wir im Sinne von mit meinem Dark Romans Autoren-Duo MGC, sind wir mit unserem Debüt zu Tolino Media gegangen. Aus dem Grund, meine Bookwife Female ist nicht von der Amazon-Qualität überzeugt. Außerdem bist du bei Amazon halt auch nicht im Buchhandel und deswegen wollte sie nicht zu Amazon mit dem Taschenbuch, nicht mit dem E-Book und das war auch okay für mich. Ich mag aber sehr gerne dieses große Format und nicht das Taschenbuchformat. Und das ist bei ePubli, wo sie mit ihren eigenen Büchern war, sehr teuer. Und deswegen haben wir dann geguckt und haben uns dann dazu entschieden, mal Tolino Media auszuprobieren. Das war da halt noch relativ neu und wir hatten davon Positives von gehört. Wir haben aber nach 6 Monaten das Buch von Tolino Media runtergenommen, weil wir da sehr unzufrieden waren. Also mal abgesehen davon, dass es sich nicht empfiehlt, Erotik oder Bücher mit erotischen Szenen da hochzuladen, weil die haben da Zensur und dann wird das zu gewissen Uhrzeiten ausgespielt. Also wir hatten da auch super wenig Verkäufe drüber und das ist halt auch einfach sehr teuer, also die Marge ist sehr gering, da hat Amazon zum Beispiel sehr lukrativere Margen, wobei die auch die Druckkosten erhöhen mussten wegen der Papierkrise und so, aber trotzdem hat man da lukrativere Margen als zum Beispiel bei Tolino und auch die Abrechnung ist sehr unübersichtlich und also wir waren da halt nicht begeistert, deswegen haben wir unser Buch runtergenommen und dann standen wir halt vor der Frage, okay, was machen wir jetzt? Weil dann stand halt Auflagendruck im Raum, weil wir wollten halt nicht zu einem anderen Print-on-Demand-Dienstleister und das Problem aktuell auf dem deutschen Buchmarkt ist, es gibt halt nur einen großen Vertriebler, wo man halt eine Auflage drucken kann und dann verschickt man das an den und also man verschickt das nicht selber, aber dann gibt man die Auflage dann an den und der kümmert sich dann quasi darum, dass das Buch dann halt an die Buchhändler etc. halt ausgeliefert wird und das ist NovaMD und NovaMD hat einen sehr zwiespältigen Ruf. Ich selber hatte noch keinen Kontakt mit NovaMD, deswegen kann ich dann natürlich nur von Erfahrungsberichten von anderen sprechen, aber ihr könnt ja gerne mal NovaMD Erfahrungsberichte googeln, da werdet ihr auf viele Berichte kommen, wo eher nicht so gut über die gesprochen wird und die mahnen auch gerne die Leute ab, die da offen drüber sprechen. Deswegen gibt es da auch nicht so viele offene Meinungen zu. Aber ja, NovaMD ist sehr umstritten und genau. Und deswegen stand für uns eigentlich außer Frage, dass wir zu NovaMD gehen. Und das Gute am Dark Romans Bereich ist, dass man da nicht unbedingt in den Buchhandel muss. Also ich meine, es gibt trotzdem Leute bei TikTok, wenn ich Werbung für unsere Bücher mache, die sagen, warum gibt es das Buch denn nicht auf Thalia? Die gibt es immer, aber grundsätzlich ist halt der Fokus bei Dark Romans, E-Book und Kindle Unlimited. Und Taschenbücher werden auch oft über Online-Shops verkauft. Und ich habe mich dann halt so ein bisschen an anderen großen Dark Romans-Autorinnen orientiert, die halt auch Online-Shop-only mit ihren Taschenbüchern machen, die ihre Taschenbücher exklusiv und ohne ISBN-Nummer über den Online-Shop verkaufen, weil eine ISBN-Nummer braucht man übrigens nur, wenn man halt in den Buchhandel will, weil die das dann mit dem Basissortiment und so, damit die das halt wiederfinden und dann halt einfach dann bei einem Grossisten dann bestellen können, wie zum Beispiel bei Umbreit oder Libri, das ist ein ganz anderes System. Aber man kann sein Buch ohne ISBN-Nummer nur im Online-Shop verkaufen. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, dass wir das ja auch machen können. Also, dass wir einfach unsere Taschenbücher exklusiv im Online-Shop anbieten. Und E-Book hat dann halt bei Amazon. Und dann haben wir halt auch die Bücher dann für Buchmessen dann halt da. Und das haben wir dann auch gemacht. Und seit unser TikTok-Account läuft auch unser Online-Shop. Also das bedingt sich, wenn TikTok nicht läuft, dann läuft auch der Online-Shop nicht. Und wenn TikTok zufriedengestellt ist, läuft auch der Online-Shop gut. Und damit sind wir eigentlich sehr zufrieden. Also wir haben deutlich, 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 deutlich mehr Bücher verkauft als bei Tolino. Wirklich deutlich, deutlich mehr. Das war eine sehr gute Entscheidung und das würde ich grundsätzlich auch empfehlen.
wenn man die Möglichkeit halt hat, seinen eigenen Online-Shop zu betreiben. Also man braucht dann halt ein Gewerbe, man muss sich ja auch um die Logistik kümmern, also man muss die Bücher zu sich nach Hause bestellen, man muss die irgendwo lagern, man muss die auch selber verschicken. Also es ist natürlich ein schon großer logistischer Aufwand, der mir ja nicht zufällt, sondern der fällt meiner Bookwifi zu, weil die sich um unseren Online-Shop kümmert. Aber da kommt natürlich auch ein Commitment einher und das kann natürlich nicht jeder leisten. Grundsätzlich würde ich aber für Romance-Autoren ist das eine gute Lösung, diese Online-Shop-Only-Strategie. Für Fantasy ist es wieder ein bisschen was anderes, weil bei Fantasy wird extrem viel immer noch über den Buchhandel bestellt. Aber ja, für uns war das eine tolle Entscheidung, diese Online-Shop-Only-Sache. Wir verdienen halt auch deutlich mehr an den Büchern. Also der Nachteil am Auflagendruck ist natürlich, dass man in Vorkasse gehen muss. Das heißt, Mel sagt dann, okay, ich bestelle 200 Bücher von Sturdier Than Life jetzt zum Beispiel. Und dann muss sie dann, also ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Druckkostenpreis jetzt aktuell ist, aber sagen wir jetzt mal 5 Euro, dann muss sie dann das dann halt an der Druckerei bezahlen plus Versand. Und die Bücher liegen dann halt dann erstmal bei uns dann im Lager und die müssen halt auch dann erstmal verkauft werden. So. Also es ist natürlich ein Investment, das man beim Print on Demand nicht hat. Bei Print on Demand gibt es halt Anbieter wie BOD und Tolino, die eine Veröffentlichungsgebühr verlangen. Ich glaube, also bei Tolino ist es, glaube ich, 18,90 Euro pro Veröffentlichung und BOD hat die Gebühr erhöht. Ich glaube, die ist mittlerweile bei 30 Euro oder so. Aber eine Gebühr für eine Veröffentlichung zu verlangen, das ist sowieso Bullshit. Also deswegen kann ich auch weder Tolino noch BOD empfehlen. Also ich würde als Print-on-Demand-Dienstleister würde ich halt nur ePubli und Amazon empfehlen, meine persönliche Meinung. Aber man hatte dann halt keine Kosten, weil dann man kriegt da ja Tantiemen ausgespielt und das, die Druckkosten, die werden dann halt pro Buch abgezogen. Und immer wenn eine Bestellung reinkommt, wird halt ein Buch gedruckt. So, also man hatte halt keine Kosten, man hat aber auch deutlich weniger Marge. Also bei einem Print-on-Demand-Dienstleister kriegt man in der Regel so 1 bis 2 Euro Tantiemen. Und wir haben insgesamt bei den meisten unserer Bücher verdienen wir 8 Euro pro Buch. Halt durch zwei dann, weil wir halt 2 Personen sind, dann 4 Euro pro Kopf. Das ist halt deutlich mehr im Vergleich zu einem Print-on-Demand-Dienstleister, aber es hat halt alles Vor- und Nachteile. Ne? Was halt auch von Vorteil ist beim Auflagendruck, die Qualität ist besser. Also weil beim Print-on-Demand, weil jedes Buch einzeln gedruckt wird, weichen die Qualitäten da sehr, sehr stark ab. Also es gibt da halt auch Farbunterschiede und Druckunterschiede und wie das abgeschnitten wird und so. Also es ist halt keine konstante Qualität und das hast du beim Auflagendruck halt in der Regel nicht. Und es ist halt auch irgendwie ein bisschen persönlicher. Ne? Also wir haben sehr lange nach einer passenden Druckerei für uns gesucht, weil mit Books Factory waren wir nicht zufrieden. Die meisten Self-Publisher oder Verlage gehen zu Books Factory, aber das war halt nicht so unser Ding. Bei der jetzigen Druckerei, wo wir jetzt sind, haben wir wirklich lange nachgesucht. Da haben wir aber auch einen persönlichen Ansprechpartner und das ist halt auch irgendwie, ja, das ist irgendwie alles ein bisschen persönlicher. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. So, wenn man jetzt aber dann eben Fantasy schreibt und man möchte in den Buchhandel, dann ist es halt schwierig, nur Online-Shop-Only zu betreiben. Und wenn man selber an die großen Basissortimente wie Libri und so herantritt, die interessieren sich ja nur für einen, wenn man halt gute Zahlen vorweisen kann. Also es ist nicht so einfach, da reinzukommen. Vor allem seit Corona haben die ja sehr stark ihr Sortiment limitiert. Das wird jetzt mittlerweile, das erholt sich ja alles wieder, das wird besser, aber trotzdem ist es da nicht so einfach, da reinzukommen. Und da bleibt dann halt eigentlich dann halt nur Nova als Alternative. Oder es gibt halt auch so dieses Kombimodell, dass man seine Bücher über den Online-Shop vertreibt. Also dann macht man, keine Ahnung, eine Auflage mit Farbschnitt. Die gibt es dann halt im Online-Shop exklusiv. Und das reguläre Buch, das wird dann halt über Print on Demand verkauft, damit das halt in den Buchhandel rauskommt. Und dann, dass man halt so zweigleisig wird, dass man sowohl Auflage-Online-Shop macht, als auch Print-on-Demand parallel. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, so das Ziel von allen Self-Publishern, die auch groß werden und damit auch sehr viel Geld verdienen und das auch als ihr Hauptjob machen, halt irgendwann weg vom Print-on-Demand zu kommen, weil Print-on-Demand, das ist halt die einfache, vergünstigte, risikofreie Möglichkeit des Veröffentlichens. Aber wenn man dann halt irgendwann in gewissen Größen denkt oder auch Messen mitmacht, dann ist Auflagendruck schon der Way to go. Also
bei uns war halt wirklich so auch der Switch, mal abgesehen davon, dass wir mit Tolino nicht zufrieden waren, dass wir halt, letztes Jahr waren wir auf der Buch Berlin, dieses Jahr fahren wir auf jeden Fall zur Buchpassion, nächstes Jahr wollen wir auf die Leipziger Buchmesse mit einem Stand. Und wenn wir uns Eigenexemplare bei zum Beispiel Tolino bestellen, da verdienen wir kaum was an den Büchern. Und du musst ja auch eine gewisse Stückzahl kaufen, um ja dann auch genug Geld für, also nicht genug Geld, um dann auch genug Bücher für die Messen zu haben. Und wenn wir uns da dann bei Tolino dann einkaufen, da verdienen, also da haben wir dann halt kaum Marge, und wenn wir dann uns halt eine Auflage nach Hause bestellen, können dann alle Bücher mit zur Messe nehmen und können alles abverkaufen. Wir verdienen halt so viel mehr. Also wirtschaftlich gesehen ist Auflagendruck halt wirklich so die bessere Variante. Und ich war früher absolut anti-Auflagendruck, weil ich eben immer Angst vor diesem Investment hatte. Ich bin froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Ich weiß aber, dass den auch nicht jeder gehen kann und dass auch nicht jeder einen eigenen Online-Shop bespielen kann. Das weiß ich alles. Ich wollte einfach nur da nochmal gesondert drüber reden. Was ist denn jetzt wirklich besser? Auflagendruck, Print on Demand? Und die Antwort ist, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich finde Auflagendruck besser, aber das ist halt wirklich von Person zu Person unterschiedlich, was man für finanzielle Mittel hat, was man generell für Mittel hat. Was für Ambitionen man hat und was auch für, was die persönliche Situation ist. Also es kommt immer darauf an, auf den persönlichen Einzelfall, was besser ist. Aber für mich persönlich finde Auflagendruck ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Und weil dieses Online-Shop-Only-Konzept auch noch nicht so vertreten ist, war es mir da auch wichtig, da nochmal drüber zu reden, um halt zu zeigen, hey, ihr habt nicht nur die Wahl, zu NovaMD zu gehen oder Print on Demand, sondern ihr könnt euch auch selber was aufbauen. Das ist dann eventuell vielleicht sogar noch cooler. Und wenn ihr auch Online-Shop-Only macht, habt ihr auch noch die Möglichkeit, selber in die Thalias oder in die Buchhandlung zu fahren, um euer Buch da vorzustellen. Die können das dann zwar nicht dann über ISBN-Nummer bestellen, aber da gibt es trotzdem auch noch andere Möglichkeiten. Und ja, genau. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, als Leser, wo bestellt ihr am liebsten eure Bücher? Bei den Autoren selber, bei Thalia, bei Amazon, ist es euch egal? Als Autor, was macht ihr? Print on Demand, Auflagendruck? Was sind da eure Ziele, Vorstellungen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hinterlasst gerne ein Like beim Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi! Thank you.